Leute, ich bin Silas Simon, willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute mal starte ich ihn quasi aus eigentlich gewohnter Position. Also ich habe meine Vlogging-Kamera einfach auf den Tisch gestellt, wo normalerweise das Mikrofon draufsteht. Ich habe keinen direkten Plan für diesen Vlog, also man kann ja auch nichts machen während dem Lockdown, aber vielleicht habt ihr es im Titel gesehen. Ich habe meinen Führerschein, dann wollte ich euch einfach ein bisschen was von der Prüfung erzählen. Ich werde einfach mit dem Auto irgendwo hinfahren, also mit meinem Vater gemeinsam, weil ich nur begleitetes Fahren habe bis jetzt. Und dann eben da ein bisschen was von der Prüfung erzählen und allgemein ein bisschen was davon erzählen, eben wie es mit YouTube weitergehen soll und allgemein so ein bisschen Stuff erzählen. Es wird quasi einfach so ein kleiner Laber-Vlog, habe ich irgendwie Bock drauf. Ich habe mir nämlich ein neues Vlogging-Objektiv gekauft, ein absolutes Weitwinkel-Objektiv. Vielleicht sieht man es, ich hoffe, es ist auf jeden Fall deutlich besser jetzt als davor in den Vlogs. Und dann hoffe ich, habt ihr Spaß mit dem Video. Wie gesagt, es gibt keinen direkten Plan, es wird einfach ein bisschen darauf losgelabert. Aber hatte ich irgendwie Bock drauf und jetzt dann viel Spaß mit dem Video. Ich bin jetzt heute schon ein bisschen mit meinem Vater rumgefahren, um mal so ein bisschen quasi Gefühl für das Auto zu bekommen. Jetzt sind wir hier in so einem Wald, sind so einen ganz witzigen Weg entlang gefahren. Macht echt Spaß, ich fühle mich auch relativ sicher und so. Und ich wollte euch jetzt noch mal quasi ein bisschen von der Prüfung erzählen, beziehungsweise auch generell so vom Tag der Prüfung. Weil es hat damit angefangen, dass ich um 10.10 Uhr, glaube ich, den Termin hatte, wo ich in der Schule sein musste, um eben mein Zeugnis abzuholen. Das ist so in Ordnung gewesen, das Zeugnis. Ah, und Wichtelgeschenk haben wir da auch noch bekommen. Zum Wichteln habe ich einfach einen YouTube-Play-Button bekommen, einen selbstgemachten. Kann ich vielleicht ein Video von einblenden, wenn ich es nicht vergesse. Auf jeden Fall sehr, sehr dope, wirklich. Und dann ging es eben direkt weiter, 10.10 Uhr bis 10.20 Uhr oder so, war ich, glaube ich, in der Schule. Und 10.25 Uhr muss ich dann schon, 10.45 Uhr meine ich, sorry, muss ich dann eben schon am TÜV sein, um eben meine Prüfung machen zu können. Das hat zeitlich Gott sei Dank auch relativ gut gepasst. Also wir mussten da, glaube ich, 15 Minuten ungefähr dann nochmal eben zum TÜV weiterfahren. Das hat sich auf jeden Fall locker gepasst. So, dann habe ich mich da halt so ins Auto gesetzt, direkt ins Fahrschulauto und schon mal so alles eingestellt, auf den Prüfer gewartet. Der Prüfer kam dann irgendwann und ich habe ihn gesehen und dachte mir so, okay, scheiße, bei dem hat, glaube ich, noch nie irgendwer bestanden. Es war dann aber auf einmal der netteste Mensch überhaupt so. Also er war wirklich sehr, sehr ruhig, sehr, sehr gut drauf so, sehr, sehr freundlich auch. Hat dann erstmal einen Witz über meinen Perso gemacht, dass da 1,67 drauf steht und dass er jetzt nicht mehr unbedingt hinkommen kann. Ja gut, mir da bin ich halt 1,93. Okay, war auf jeden Fall relativ freundlich. Er hat mir so ein bisschen die Angst direkt genommen, weil ich halt wirklich sehr aufgeregt war. Dann hat er mir da ein paar Fragen gestellt, irgendwas zu den Reifen. Und dann hat er noch eine Frage zum Licht gestellt, und zwar, wo ich denn das Warnblinklicht anmachen kann. Das weiß halt auch wirklich jeder, also das war relativ einfach. Und dann auch beim Fahren, er hat eine relativ einfache Strecke genommen, also es war jetzt nicht so übertrieben schwer. Das einzig Schwere war nur, auf der Autobahn musste ich halt dann direkt zwei Spuren wechseln, aber naja. Und das war es dann auch eigentlich schon, dann bin ich halt wieder nach Hause gekommen und dann direkt mal mit meiner Mutter eine Runde gefahren, weil ich ja immer noch eine Begleitung brauche. Aber insgesamt war es relativ gut und dann jetzt halt, falls irgendwer zuguckt, der auch noch so seine Prüfung vor sich hat, so viel Angst muss da auch nicht vorhaben. Der Prüfer weiß halt schon so, dass die Schüler meistens aufgeregt sind und ja, also von daher, so schlimm ist es auch gar nicht. So, und dann wollte ich jetzt eben noch quasi was über meine Zukunft auf YouTube, beziehungsweise einfach so aktuell YouTube reden. Also weil ich bin nicht mehr so ultra zufrieden mit den Videos in der Zeit. Also so die Art der Videos ist noch so okay, ist halt relativ immer das Gleiche, dass ich halt nur vor der Kamera sitze, aber ist in Ordnung so, aber irgendwie dadurch einfach durch Lockdown und so ist, glaube ich, jeder ein bisschen down im Moment. Und ich habe mich jetzt, glaube ich, auch seit drei, fast vier Wochen mit niemandem mehr getroffen, also mit keinen Homies oder so, was mich halt schon so ein bisschen belastet. Und ich habe das Gefühl, dass man das halt so ein bisschen in den Videos merkt, beziehungsweise ich habe es halt beim Schnitt gemerkt und so und fand das nicht so cool. Ich habe mir letztes Jahr irgendwann, ich glaube so im September, eine Vlogging-Kamera gekauft und jetzt eben noch ein neues Vlogging-Objektiv, damit es dann eben wirklich richtig losgehen kann, weil ich richtig Bock habe auf Vloggen. Da soll dann im Sommer, wenn es dann eben wieder möglich ist, coole Sachen zu machen, auch definitiv mehr von kommen und so. Und ich hoffe, dass ich damit dann eben quasi so
noch mehr Gas geben kann auf YouTube, dann kommt hoffentlich auch mal mehr als nur einmal die Woche ein Video. Wenn ich es eben zeitlich schaffe, versuche ich dann auch mittwochs ein Video rauszubringen, weil ich auf jeden Fall Bock darauf habe, so Vlogs zu machen, die vielleicht so ein bisschen diesen Papa Platte David Dobrik-Style sind, was ich relativ cool finde, so auch ein bisschen mehr entertaining und so. Habe ich auf jeden Fall übertrieben Bock drauf irgendwie. Denke, Vloggen könnte auf jeden Fall sehr cool werden, so ein bisschen actionreicher quasi. Und ich habe auch gemerkt, dass halt quasi zahlenmäßig jetzt gerade so ein bisschen stehen geblieben ist auf meinem Kanal. Also ist jetzt nicht wirklich schlimm, meine Videos haben alle schon noch so ihre stabilen 500 Views oder so. Ist auf jeden Fall absolut fein alles. Aber dass man quasi noch eine größere Zielgruppe damit anspricht und so, fände ich auf jeden Fall relativ cool, wenn es halt ein bisschen weiter wachsen würde. Muss jetzt auch nicht, also ich bin jetzt nicht so unbedingt zahlengeil. Aber fände ich auf jeden Fall trotzdem ganz cool so. Und mainly mache ich es halt einfach, weil ich da Bock drauf habe. Und das ist halt quasi so, wie ich mir jetzt vorstelle, mit YouTube weiterzumachen. Also die Fashion-Videos jeden Sonntag um 10 Uhr werden definitiv bleiben. Da habe ich auf jeden Fall mega Spaß dran und so. Und ich will auf jeden Fall auch wieder energetischer in den Videos wirken, weil ich irgendwie mit mir selbst in den letzten Videos nicht mehr so zufrieden war. Aber auf jeden Fall so soll es weitergehen. Dann ab Sommer versuche ich, beziehungsweise ab Frühling vielleicht auch schon, mehr Vlogs zu machen, coole Vlogs zu machen, irgendwas Cooles so zu machen. Und yes, da hätte ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und ja, das wäre es dann, glaube ich, jetzt mit diesem kleinen Laber-Vlog. Ihr solltet ein paar Eindrücke gesehen haben, wie ich Auto fahre. Dann eben einfach so über YouTube habe ich ein bisschen geredet und so. Und yes, das wäre es dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das wäre es dann jetzt. Bis dahin, ciao.